Vollständig autonomes Fahren realisiert die BMW Group in 5 Entwicklungsstufen. Dabei verschiebt sich die Verantwortung für das Autofahren vom Menschen zum Auto. Heute ist bereits das 2. Level erreicht. Der Fahrer wird durch Assistenzsysteme unterstützt und kann für kurze Zeit die Hände vom Lenkrad nehmen. Sich zeitweise komplett abwenden kann er im 3. Level, muss aber kurzfristig eingreifen können. In Level 4 kann der Fahrer vielleicht sogar schlafen. Doch muss er weiterhin grundsätzlich fahrtüchtig bleiben, um für einzelne Fahrtabschnitte die Steuerung übernehmen zu können. Vollständig autonom fährt das Auto im letzten Level. Der Fahrer wird zum Passagier und muss selbst auch nicht fahren können. Denn die Verantwortung für das Fahren übernimmt vollständig das Auto. In Level 2 nehmen Stereokameras und Radarsensoren die unmittelbare Umgebung wahr. Mit diesen Informationen errechnet die Fahrzeugsteuerung das Fahrmanöver. Level 3 erfordert hochentwickelte Sensoren wie Laserscanner, Ultraschallsensoren und Radarsysteme, die ein 360-Grad-Modell der Fahrzeugumgebung erstellen. So können komplexere Fahrmanöver errechnet werden. Für das vollständig automatisierte Fahren in Level 4 ab 2021 werden die Daten aller Sensoren und Kameras deutlich präziser. Zusätzlich werden Echtzeitdaten der Umgebungskarten von hier in die Berechnung der Fahrmanöver einbezogen. Und das 5. Level? Die ersten Pilotprojekte für ein vollständig autonomes Fahren werden bereits ab 2020 in ausgewählten Städten durchgeführt.